Wenn nicht, auch nicht schlimm, sind ja nur ein paar Zombies in der Nachbarschaft. Ah, und irgendwo sind sie gerade durchgebrochen. Wahrscheinlich das Haus, das ich jetzt zur Tarnung da benutzt habe. Ja, nehmen wir mal Chips, wenn wir schon hungrig sind. Und schau mal, ob wir jetzt hier eventuell... Ah, da sind sie. Ach, alle vier sogar. Ja, euch kenne ich ja auch noch, ne? Oh, und da haben wir gerade hier einen Schuss gehört. Einfach nur ein Indikator dafür, dass eben NPCs bald wiederkommen. Und natürlich zieht das auch die Zombies zu sich. Die kommt mir hier echt zu nah. Ich hasse diese Sprinter. Normalerweise habt ihr ja gesehen, die Zombies sind relativ langsam, aber es gibt eben auch Sprinter, die einfach extrem nah immer an einen rankommen. Was mir absolut nicht gefällt. Und nichts an Loot, ne? Ja, das haben wir gern so. Das war ein klassischer Fall von einem Crawler. Die ein bisschen schwer zu treffen sind und sie von denen, wenn die eben zu einem kommen, ist es relativ, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man infected wird, weil die einen verdammt schnellen Biss haben. Weil man eben auch verdammt nah an die ran muss, um sie eben letzten Endes zu erwischen. Okay, das ist auch nichts. Ich möchte auf jeden Fall da in die kleine Siedlung da hinten hoch. Denn ich glaube, da ist was, was wir eventuell gebrauchen könnten. Hier ist keiner außer einer. Und na, schade. Das sollte hier der Gerechtigkeitsstoß von hinten werden. Klingt falsch, ich weiß, aber dessen bin ich mir gewahr. Genau so war es ja auch gedacht. Okay, ein Zombie da oben. Einer hängt am Glockenseil, das passt. Oh, das sieht... hier könnte zum Beispiel auch eine Waffe drin sein. Mal schauen. Kein Alarm. Yes. So. Okay, wir kommen der Sache näher. 9mm Rounds. Sleeping Tablets, jawohl. Habe ich schon erklärt, Sleeping Tablets sind dafür da, dass wenn der Charakter eben Panik schiebt, aber trotzdem und nicht schlafen will, obwohl er eben schläfrig ist, aber eben zu viel Panik dafür schiebt, haut man dem ein bisschen Sleeping Pills rein und dann passt das. Haben wir hier einen Teebeutel irgendwo? Dann könnte ich hier eventuell Tee machen, aber nee, das sieht nicht so aus. Ich nehme trotzdem mal den Kettle mit, denn für Tee brauchen wir einmal einen vollen Kessel, wir brauchen Zucker, was ich extrem blöd finde, und ein Teabag. Chips kann man wieder mitnehmen. Okay. Ja, den können wir auch mal essen, warum nicht? Wenn er schon drin ist. Und Dogfood brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dazu haben wir noch genügend andere Sachen, die wir nehmen können. Den Kessel machen wir mal voll. Oh, okay. Fill Empty Mark erstmal. Fill Bowl und Kettle. Also genügend Wasserreservoir haben wir gerade. So viel ist schon mal sicher. Full Kettle kann hier rein. Ups. Ball of Water kann hier rein. Okay. Gut. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt hier drin. Oh, und oh ja, perfekt. Ein Hammer und Nägel. Jetzt kann ich mal das Craften zeigen. Und zwar, habe ich ja gesagt, Baseball Bat. Wir können den upgraden zum Nailed Baseball Bat. Wenn wir einen Hammer und Nägel haben, dann haben wir hier Craft Spiked Bat. Mit Rechtsklick, der hat zwar weniger Durability als ein Baseball-Bat, macht aber eben auch mehr Schaden. Dann in Equip. Den Nägel können wir eigentlich wieder zurück machen. Ist ja eh nur in der Show. Und den haben wir auch. Den haben wir schon. Und gehen wir erstmal ein bisschen weiter durch die Nachbarschaft. Schau mal, was sich hier eventuell noch so finden lässt. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Schusswaffe finden, um euch die auch mal zu demonstrieren. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, weil ich gerade irgendwie einen Brain-Lag habe, aber... Ja, Schusswaffen sind eigentlich... Ist eher abzuraten davon, da man eben... Zumindest zu Beginn auch, weil man dann... weil die eben ziemlich viel Lärm machen und
ziemlich viele Zombies nach sich ziehen und gerade auch hier in der Nachbarschaft, wo glaube ich doch einige Zombies sind, ist es nicht so von Vorteil, wenn man da auf sich aufmerksam macht. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Sochen. Na. Wieder so ein Crawler. Komm her. Ah, die haben auch wieder nichts. Ich rechne immer noch mit dem Guten im Zombie. Hier ist auch wieder nichts zum Kochen. Chips nehmen wir mit. Wieder einen Hammer. Wer macht denn bitte schön einen Hammer in die Küche? Ich wollte einen schlechten Witz bringen, aber mir ist gerade keiner eingefallen. Wie ihr bestimmt gerade schon gemerkt habt. So. Die sollten wir vermeiden da unten. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Der hat auch nichts. Ich muss sagen, okay, eine Axt oder eine Shotgun habe ich auch noch nicht gesehen an einem Zombie, aber so Painkiller zum Beispiel oder auch Antidepressants haben sie schon mal relativ gerne. Zumindest wenn ich zocke und vorbeikomme. Hier ist nichts. Hier könnte vielleicht eine Waffe sein. Ja, immerhin. Man kann nie genügend Baseballbats haben. Ist schon oft genug passiert, dass einer gebrochen ist und ich dann in einem Meer aus Zombies stand auf einmal. Ja, nehmen wir mal den Kartoffelsalat mit. Kann nie schaden. Ansonsten brauchen wir hier eigentlich nichts. Ich bräuchte so eine 9mm. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Shotgun finden. Eine Shotgun ist ziemlich rar. Also zumindest in Häusern. In der Stadt ist es schon eher wahrscheinlicher. Im Supermarkt zum Beispiel. Wir kennen das ja. Im Supermarkt kauft man ja gerne mal eine Shotgun. Einfach mal zum Mitnehmen oder so. Für den Weg. Aber in Häusern hier ist es relativ selten. Da sind Pistols, sind da schon eher was man findet. Wo will der eigentlich hin? Na gut. In seinem früheren Leben war er wahrscheinlich RTL-Zuschauer, denke ich mal, bevor er Zombie wurde. Beta-Blockers. Oh Gott, Junge. Ich war gerade ein bisschen überrascht, dass der doch ein bisschen was an Loot hatte. Mach dich weg, Junge. You don't wanna mess with the giant. Wie viel hält er denn aus, alter Verwalter? So. Nee, das will ich nicht. Ja, Gott. Beta-Blockers nehmen wir mal mit. Und 9mm Rounds. Die Rounds haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch das finden, indem wir das reinfügen können. Ich glaube, hier geht ein Alarm los. Ich weiß nicht warum, das ist so ein kleines. Das habe ich gerade im Urin. Okay, vielleicht. Oh, eine schöne kleine Familie. Keine Sorge, ich will nur mal kurz gucken, ob ich hier das habe, was ich will. Sieht aber nicht so aus. Ich möchte nicht die Aufmerksamkeit von denen auf mich ziehen. Moment, was haben wir hier? Ich komme hier nicht rein. What? Wer baut denn bitte schon eine Kommode hinter die Tür? Das ist auch ein bisschen bescheuert. Ah, gut. Nee, ich lasse das Haus mal am besten. Es gefällt mir nicht, dass da so viele Leute sind. Da fühle ich mich ja wie das dritte Rad am Wagen. Das sind doch viele. Das heißt, da gehen wir auch mal lieber nicht lang. So blöd es klingt, aber da hätte ich dann doch lieber eine Schusswaffe. Weil wir dann direkt einfach mal alles auf uns ziehen. Aber immerhin haben wir dann alles schon gesäubert. Gut, okay. Habe ich Police Officer als Occupation genommen? Moment. Ah ne, Fire Officer, okay. Na. Da. Okay, und da haben wir auch wieder die Alarmanlage. Wieder mal. Das heißt, den da können wir eventuell loswerden und dann gucken wir mal, was hier in dem Haus drin ist. Da haben wir jetzt schon gehabt, dass wir den umgenockt haben. Okay. Nein! 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 Zumindest können wir ein paar vom Alarm weg distracten, was eigentlich nicht der Plan war. Die Alarme, die sind halt echt von Nachteil in dem Game. Schauen wir mal weiter nach Richtung Süden, was wir da haben.
außer Zombies. Ich weiß, hier waren wir schon, aber ich möchte mal weiter Richtung Süden gehen, weil da oben ist es mir dann doch nicht so lieb. Und Norden heißt ja auch meistens, dass wir Richtung Stadt kommen. Nein! Mach dich ab, Junge! Arr! Der erste Debuff, den wir übrigens oben haben, ist, dass wir einfach ein bisschen Verschnaufpausen brauchen könnten. Das heißt, außer Atem. Oh, ein Wedding Ring. Bringt aber momentan, glaube ich, noch nichts. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hier waren wir, glaube ich. Da ist die Tür offen. Ja. Ja. Da oben auch. Und hier waren wir definitiv. Den Crawler können wir eigentlich da liegen lassen. Der ist keine Bedrohung für uns. Der kommt so schnell nicht zu uns. Schauen wir mal, ob ich hier vielleicht noch ein paar Häuser finde. Direkt hier im Westen. Das sieht zum Beispiel schon mal gut aus. Was haben wir denn hier? Also es gibt, wie gesagt, eine Map, die ist auch in der Beschreibung hier von dem Video, aber so richtig, so alle Locations kenne ich bei weitem noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich hier schon mal war. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo wir sind. Ich kann es absolut nicht sagen, wo wir sind, besser gesagt. Ich habe keinen Plan. Aber umso besser, um mal hier reinzugucken. Na, Junge, geh da durch. So. Sieht aber nicht so wirklich wichtig aus. Außer hier ist irgendwo eine Shotgun. Oh, ein Steak. Da kann ich dann schon mal gleich das Kochen demonstrieren. Da gehe ich nicht lang. Das ist mir ein bisschen nicht geheuer. Ich gehe mal wieder ins... In dem Häuschen, in dem wir... Oder da unten ist auch noch eins. Schauen wir mal in das. Ich weiß, ein paar Zombies sind da uns im Nacken, aber... Ja, die sollten wir vielleicht vorher nochmal entfernen, bevor wir hier reingehen. Denn sobald hier auch nur einer irgendwie uns gesehen hat, wie wir ins Haus gehen, wird er versuchen, auch ins Haus reinzukommen. Sprich, meistens durchs Fenster. Was natürlich dann ein Klirren zur Folge hat, sowie mehrere Zombies, die von dem Geräusch eben dann angezogen werden. Das heißt, immer schön die Area clearen, bevor ihr in irgendein Haus reingeht und da schlaft. Aber am besten ist es immer, wenn man noch eine Tür dann hat, die eben das Bett dann von anderen Räumen trennt. Ist, denke ich mal, klar, warum. Okay, wir haben hier... Wow! Okay, ich glaube, da waren ein paar viele Zombies drin. Ich hab drei gerade eben gesehen. Das ist dann... Ne, drei Zombies ist ein bisschen zu viel. Jetzt regnet es auch schon wieder. Ah. Versuchen wir mal hier unser Glück. Oder war ich hier schon drin? Nee. Na, mach auf. Kein Alarm. Dankeschön. Sieht aber auch nicht so nach dem Pinken vom Eier aus. Ja, Moment, hier war ich schon. Hier ist die Tür offen, ja. Na gut. Ist hier ein Sheet? Dann war das wahrscheinlich... Nee. Oder? Es könnte sein, dass ich hier vorher schon drin war. Umso besser, dann... Ah, Moment, dann zeige ich erstmal das Kochen. Und zwar... Oder nochmal was vom Kochen. Ja, der Helm ist noch drin, das hier war mal definitiv. Moment, wo haben wir hier das Steak? Das Steak haben wir hier. Das machen wir hier rein. Dann hier auf Turn On. Ja, momentan sind wir auch gerade hier Dangerous Uncooked. Deswegen... Oh, soll ich erstmal das... Habe ich das zu? Ja. Gut. Wir sehen zwar gerade hier die rote Umrandung, das heißt, es kocht. Und dann werden wir auch gleich sehen, wenn es eben gekocht ist, dass wir hier nicht nur, Hunger Reduction haben, sondern dass es erstens sicher ist zu essen. Und zum anderen eben auch, dass es noch ein paar mehr Vorteile bringt. Als zum Beispiel hier so ein Kartoffelsalat. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, deswegen schaue ich immer hier so nach. Dauert aber, glaube ich, noch ein Momentchen.
Währenddessen kann ich ja schon mal gucken, dass ich hier die ganzen Sachen, die ich gerade hier nicht wirklich brauche, erstmal in die Bags hier reinmache. Immer noch nicht. Die Sheets kann auch erstmal da rein. Sleeping Tablets auch. Yep, das passt eigentlich. Aber ich glaube, das Steak ist fertig, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja. Wunderbar. Turn off. Und dann legen wir uns schlafen. Und danach können wir dann direkt nochmal was essen. Sleep. Also nie zu früh schlafen gehen, wie gesagt, denn es kann sein, dass man dann um 5 Uhr oder um 6 Uhr aufwacht und dann ist es genauso dunkel wie eben um 22 Uhr meistens. Was dann natürlich von Nachteil ist, weil man eben nicht so viel Vision hat und man generell nicht viel sieht. Denke ich mal klar. So, das erste, was wir tun werden, ist natürlich unser Steak erstmal zu mampfen. Jetzt sehen wir es auch, Hunger, Boredom und Unhappiness geht dadurch runter, das heißt, hau ordentlich rein, Chef. Das war draußen übrigens, war nicht im Game, falls ihr das gerade gehört habt. Und was haben wir denn hier drin, ne? Ein Bath Towel ist super, wenn wir eben jetzt durchnässt sind vom Regen, können wir uns damit dann abtrocknen. Kann man definitiv mal mitnehmen. Ja, ansonsten waren wir ja anscheinend hier schon. Ja, stimmt, ich glaube, hier haben wir sogar angefangen. Stimmt, genau, da wollte ich in den Norden gehen. Ja, genau. Gucken wir mal hier. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Was Kickes. Und dazu gehören nicht Zombies. Aber wir sind zumindest wohl genährt, das heißt, wir haben hier auch ein bisschen mehr Stärke natürlich. Und damit meine ich nicht das, was man eventuell zum Kochen braucht, beziehungsweise zum Backen. Sondern die Stärke, mit der man was gebacken kriegt. Balumts. Extrem schlecht, ich weiß. Dankeschön. Nehme ich als Kompliment sowas. Und das sieht nach einem Werkzeugschuppen aus. Vielleicht finden wir ja auch selbiges da drin. Oh ja, und ich muss sagen, der Soundcheck von dem Game, wie ihr auch gerade schon die ganze Zeit hört, ist extrem geil. Ich finde den super. Fand geil gelungen. So, climb through. Ah ne, das ist gar kein Werkzeugschuppen, sondern das ist hier ein ganz normales Haus anscheinend. Instant Popcorn können wir natürlich auch. Kann man das in den Ofen machen? Ich weiß gar nicht. Also hier im Game, ich meine im Real Life, ne, ist klar. Okay. Ich möchte langsam mal eine Waffe finden, denke ich. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Vielleicht ja da oben. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Und das war klar, dass der aufsteht. Ich guck mal, ob ich durch die Tür da reinkomme. Anscheinend ist ja sonst kein Reinkommen, so wie es aussieht. Mal gucken. Ich glaube aber nicht.